Die Woche der so wichtigen Fed-Entscheidung steht an und die Aktienmärkte gehen in dieser Woche, zumindest die amerikanischen Aktienmärkte, mit einem Bärenmarkt auf Allzeithoch, könnte man sagen. Das heißt, die meisten Aktien handeln unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt, sind also in einem intakten Abwärtstrend, während die Indizes mehr oder weniger, S&P 500 zum Beispiel auf Allzeithoch, Nasdaq noch nicht ganz, aber praktisch in der Nähe der Allzeithochs handeln, getrieben durch die wenigen schweren Tech-Werte. Und wir wollen uns jetzt in diesem Video diese Konstellation mal anschauen, aber vor allem auch über die Konstellation sprechen zwischen Inflation auf der einen Seite und Notenbank auf der anderen Seite. Wir haben 20 Notenbanken in dieser Woche, die in dieser Woche eben entscheiden werden, nicht nur die Fed, sondern vor allem auch die EZB, die Bank of England mit einer möglichen Zinsanhebung, die Bank of Japan, die Schweizer Nationalbank, man könnte es ewig aufzählen. Hier sehen wir mal die Notenbankbilanzen, Bank of Japan klar vorne, dann EZB, dann Fed. Und wir haben heute dann auch, weil das Thema Inflation immer drängender wird, auch das Treffen der G7-Finanzminister, die über dieses Problem sprechen werden. Was kann man tun? Darüber werden auch die Notenbanken sprechen. Die Notenbank in den USA ist durch eine politische Entscheidung dahin gekommen zu sagen, Inflation ist jetzt oberste Priorität, respektive deren Bekämpfung. Und die Frage ist, haben die Märkte hier recht, wenn sie bisher weiter nach oben gehen? Wir haben ja am Freitag diese Inflationsdaten gesehen, die waren um und bei in der Erwartung. Die Märkte haben sich gesagt, ja, hätte schlimmer kommen können. Also laufen wir erstmal nach oben. Jedenfalls die Frage ist, wird es so sein, wie Holger Cepic sagt, ja, hier sehen wir doch mal die Bankbilanz oder die Notenbankbilanz. Der S&P 500 ist einfach mitgelaufen und solange die Bilanz eben weiter steigt, da sollte man bei dieser Rallye bleiben. Wir haben jetzt das 67. Allzeithoch des S&P 500 in diesem Jahr, nur 1995. Da waren es noch ein paar mehr, glaube ich 77, also vielleicht knacken wir noch diesen Rekord. Die Märkte sagen sich also, okay, es wird nicht so schlimm kommen, weder mit der Inflation noch mit der Notenbank. Und so sind wir von einem überverkauften Zustand, einem stark überverkauften Zustand, in einen überkauften Zustand gekommen, innerhalb nur einer Woche. Das sind wirklich sehr schnelle Schwünge, die wir hier an den Märkten sehen beim S&P 500. Und das war vor allem auch getrieben durch Buybacks. Goldman Sachs berichtet hier, dass das Volumen der Buybacks massiv war jetzt in der letzten Woche. Das war also ein wesentlicher Stabilisator, die Aktienrückkäufe der Unternehmen selbst, die eben dann dieses Kaufinteresse geschürt haben. Nochmal dann ein Short Squeeze noch mit dazu. Jedenfalls ist das letztendlich einer der wichtigen Dinge gewesen, die diesen Umschwung von dieser Omikron-Panik hin zu dieser Euphorie, wir wollen die Jahresendrallye, wir wollen die Weihnachtsrallye, erst ermöglicht hat. Aber schauen wir mal unter die Oberfläche. Wir sehen den Nasdaq 2,6% von seinem Allzeithoch entfernt, Nasdaq Composite, da sind über 3000 Aktien drin, aber nur 35% der darin enthaltenen Aktien handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Dieser 200-Tages-Durchschnitt ist so ein bisschen die Wegscheide zwischen Aufwärtstrend und Abwärtstrend. Wir könnten also sagen, dass 65% der Aktien im Nasdaq Composite im Abwärtstrend handeln, also praktisch zwei Drittel. Hier schreibt Ottavio Costa, das sieht man eigentlich nur einen solchen Spread. Marktbreite sieht man eigentlich nur auf dem Peak einer Tech-Blase. Seid vorsichtig, wenn die Generale voranlaufen, aber die Soldaten nicht folgen. Die Soldaten sind die normalen Aktien, die Generäle eben die großen US-Tech-Aktien. Hier sehen wir, wie das Ganze hier ein bisschen auseinanderdriftet. Und normalerweise war es immer so, dass wenn eben die Anzahl der Aktien über ihrer 200-Tageslinie im Nasdaq Composite etwa deutlich gefallen ist, dann hat auch der Index korrigiert. Hier sehen wir, das war dreimal ziemlich deutlich der Fall. Jetzt haben wir einen ganz massiven Fall dieses Phänomens, wie viele Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, aber nichts Korrektur. Wir gehen einfach weiter. Es geht also an den Märkten vorbei. Wie kommt das? Es kommt durch Big Tech. Big Tech is eating the world. Die Marktkapitalisierung der Fangman-Aktien hat jetzt 11,2 Billionen Dollar erreicht. Alleine Apple ist jetzt nur noch 2% von einer 3-Billionen-Firma entfernt. 2,91 Billionen Dollar. Und wir haben jetzt die größte Konzentration von einigen Aktien im S&P 500 seit dem Jahr 1969. Es sind also diese Schwergewichte, die kaschieren, dass eben die eigentliche Situation
Wer also jetzt nicht nur Indizes handelt oder ETFs auf Indizes handelt, sondern diskretionäre Aktien aussucht, möglicherweise deutlich weniger gut dasteht. Beispielhaft ist das eben an Apple, die Aktie fast auf 180 Dollar kommend, jetzt aus dem Oktober von 138. Ich nehme an, dass sich in diesem Zeitraum zwischen Oktober und Dezember die Geschäftsaussichten für Apple massiv verbessert haben, die diesen Kursanstieg rechtfertigen. Kleiner Scherz am Rande. Wir sehen jedenfalls, dass Apple 17% den S&P 500 outperformt hat. Warum, ist eigentlich völlig unklar. Man benutzt offenkundig Apple so als eine Art sicherer Hafen. Das wird schon, das ist eine Firma, die natürlich gutes Geschäft schreibt, aber 3 Billionen ist dennoch eine sportliche Bewertung, auch für eine Apple. Hier sehen wir mal die Median Price Earnings Ratio der Top 10 Largest Stocks in praktisch den USA, also die 10 größten US-Aktien Price Earnings Ratio. Da sind wir knapp über der Dotcom-Bubble. Also billig ist es nicht, auch wenn wir es hier natürlich mit guten Firmen zu tun haben. Das ist ja gar keine Frage. Aber die Frage ist eben nach der Bewertung dieser Firmen. Und ich bin gespannt, wie die Zahlen etwa von Apple dann ausfallen werden aus dem vierten Quartal. Und so ist es eben, wer jetzt einen Dollar in etwa ein S&P 500 ETF, das SBY-ETF, steckt, der bekommt dafür Microsoft, Apple ungefähr gleichwertig, Apple jetzt wieder ein bisschen mehr, dann 4,4 Cent gehen direkt in Google, 4 Cent in Amazon, 2 Cent in Tesla und 2 Cent in Facebook. Also etwa ein Viertel alleine, wer einen Dollar in ein solches ETF steckt, das eigentlich 500 Aktien abbildet, ein Viertel davon gehen alleine in diese Aktien, und es sind diese Aktien, die 35% eben der Jahresperformance des S&P 500 ermöglicht haben, während die unprofitablen Tech-Unternehmen, wie wir sehen, nach einem kurzen Rally-Modus Anfang der Woche dann wieder unter Druck gekommen sind. Also man unterscheidet immer mehr zwischen dem, was funktioniert, und dem, was nicht funktioniert. Am Freitag sehen wir hier dann nochmal in den letzten Handelsminuten, wups, da so eine Art Algo-getriebene Rally der Indizes nach oben. Hier die untere Grafik, und oben sehen wir eine Grafik, wie normalerweise jetzt der typische saisonale Verlauf ist. Wir haben dann nochmal bis Mitte Dezember so ein bisschen Schwäche. Wir haben ja am Freitag auch den Verfall, den Options Expiry, so ist sogar der große Verfall, müsste das sein. Ja, genau, dritter Freitag im Dezember. Also das wird ein wichtiger Punkt neben der Fed, die ja am Mittwochabend ihre Entscheidung verkünden wird. Also mal sehen, ob dieses saisonale Muster dann auch wirklich aufgeht. Apropos Fed, jetzt hat Mohamed El-Erian das gesagt, was wahrscheinlich... Ja, das ist, was zu sagen ist. Mohamed El-Erian hat immer wieder, wie ich auch, versucht darauf hinzuweisen, dass das Fenster ja da war für die Fed, ein bisschen auf die Bremse zu treten. Das wurde versäumt. Jetzt erst durch diesen Umschwung, durch diese hawkische Wende, die aus dem Nichts zu kommen schien bei Jerome Powell, nachdem Biden wahrscheinlich eine Ansage gemacht hat. Jetzt sagt El-Erian, die Fed muss jetzt schnell agieren, schon diese Woche agieren. Sie muss wieder die Kontrolle über das Inflationsnarrativ gewinnen, denn sonst, und das ist das große Problem, verselbstständigt sich die Inflationserwartung, und das würde wiederum bedeuten, dass, wenn sich die Inflationserwartung weiter nach oben schaukelt, eben dann auch die Inflation steigt, als self-fulfilling prophecy. Wenn die Leute erwarten, dass die Preise teurer werden, dann kaufen sie jetzt, dann wollen alle jetzt kaufen, und jetzt muss die Fed also agieren und muss ihren Fehler, den sie gemacht hat, wieder gut machen. Das ist diese Ansicht von Jerome Powell und anderen Fed-Mitgliedern, es sei transitory, das sei der worst inflation call in the history of the Federal Reserve, also die schlechteste Einschätzung in Sachen Inflation in der Geschichte der US-Notenbank. Und wir sehen hier mal das CPI, also praktisch die Inflation in Relation zur durchschnittlichen Entwicklung der Inflation in den letzten Jahren, und wir sehen, wie stark das nach oben schießt, wie stark diese Inflationsdynamik ist, nämlich so stark wie seit dem Sommer 2000 nicht mehr. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, die Märkte sagen, ja okay, wir gehen davon aus, dass die Fed das Tapering beschleunigt und irgendwann die Zinsen anhebt, aber wir sind entspannt, wir wollen erstmal die Weihnachtsrallye haben. Jetzt kommt hier Mr. Dudley, der ehemalige Chef der New Yorker Fed, der gesagt hat, ja, also die Märkte unterschätzen die hawkische, wie kann man sagen, Entschlossenheit der Fed,
hier zu agieren. Das sei von den Märkten überhaupt noch nicht wirklich eingepreist. Wir werden wissen, erst Mitte der Woche eben, ob die Fed wirklich so entschlossen ist, auch in ihrem Wording, dass man eben klar macht, passt auf Leute, jetzt ist die Zeit der ultralaxen Politik, ultralaxen Geldpolitik abgelaufen. Wir werden jetzt das Schiff umsteuern. Und wenn sie es umsteuern, dann ist es eben so, dass in jedem Rate Hiking Cycle, also in jedem Zyklus, wo die Geldpolitik deutlich gestraft wird, das für die Aktienmärkte nicht gut war, niemals gut war, es sei denn, die Wirtschaft würde total boomen, aber das ist nicht wirklich zu erwarten. Das heißt, normalerweise hebt die Flut alle Boote, aber wenn eben dann die Flut nicht mehr da ist, dann sieht man eben, wer ein kleines Problem mit seiner Nacktheit hat. Jedenfalls ist das das bisherige Schema. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist es diesmal anders, aber wetten würde ich da nicht drauf. Das sagte etwa Lance Roberts. Und selbst hier, wie Pantheon Macro sagt, ist es so, dass selbst wenn wir jetzt das Schlimmste bald gesehen haben, das wird wahrscheinlich in den USA in Sachen Inflation erst im März der Fall sein, denn die Basiseffekte werden in den USA bis März sehr virulent sein. Das heißt, letztes Jahr sind bis März die Preise unter Druck gewesen, dementsprechend der Vorjahresvergleich eben besonders hoch. Selbst wenn es jetzt so ist, dass das dann abnimmt, wird dann im März, wenn die Fed wahrscheinlich mit dem Tapering dann fertig ist, die Inflationsrate eben auf dem höchsten Stand sein, zumindest zum Vorjahr. Dementsprechend, selbst wenn dann die Inflation wieder zurückgehen würde, wird die Fed jetzt deutlich und schnell agieren müssen. Also da ist ein gewisses Narrativ der Märkte, die sagen, damit können wir gut umgehen, und die Fed ist jetzt und andere Notenbanken sind in einer Situation, wo sie versuchen müssen, wieder das Narrativ in den Griff zu kriegen über Inflation. Und viele Banken in den USA haben schon umgeschwenkt, so zuletzt jetzt etwa Morgan Stanley, die sagen, ja, wir waren falsch, wir haben nicht erwartet, dass 2022 schon die Zinsen angehoben werden. Das müssen wir jetzt korrigieren. Goldman Sachs erwartet sogar 7 Zinsanhebungen bald. Also in 2022, hier sehen wir mal die erwartete Inflationsrate. Man geht davon aus, dass diese Inflation dann ab Frühjahr wieder zurückgehen wird. Aber wie stark ist eben die Frage? Und wenn wir Inflation anders berechnen würden in den USA, nämlich die Hauspreise noch mit reinrechnen würden, dann hätten wir nicht knapp 7%, sondern knapp 11% Inflation. Genau das ist das, was hier auch Bill Ackman zeigt. Und das sind ja faktisch Dinge, die für die Leute entscheidend sind. Hier zum Beispiel der größte Besitzer von Mietshäusern in den USA. Dort sind die Mieten 17% gestiegen zum Vorjahresmonat, aber all das ist so nicht eingeflossen mit dieser Steigerung in die Inflationsberechnung des Bureau of Labor Statistics. Das heißt, da könnte man eigentlich noch ein bisschen genauer sein. Wir haben auch die Hauspreise, die massiv gestiegen sind. All das ist noch nicht wirklich richtig reingerechnet. Diese strukturellen Faktoren, Mieten, die Arbeitslöhne werden noch weiter steigen, wie es aussieht. Und vor allem die Nahrungspreise werden steigen. Landwirte in den USA fürchten gewaltige Kostenexplosion. Die haben ja massive Kostensteigerung, Futterpreise, Düngerpreise sind massiv gestiegen und vor allem, sie können keine Maschinen kaufen, weil es Lieferprobleme gibt. Und so erwarten sie, dass 2022 noch schlechter wird, noch inflationärer wird. Also wir sehen, diese Drucksituation an vielen Fronten, die bleibt schlicht bestehen. Vielleicht kommt China jetzt noch mit dazu. Hier sind jetzt einige Firmen geschlossen worden in China nach Corona-Ausbrüchen. Das ist das, was ich immer sagte. Die Gefahr besteht oder die Gefahr von Omikron ist, dass dann chinesische Häfen letztendlich geschlossen werden und das Inflationsproblem, das Lieferkettenproblem, den Materialmangel und damit das Inflationsproblem eben weiter verschärfen. Wir hatten eben in Sachen Inflationsproblem heute die deutschen Großhandelspreise mit dem höchsten Anstieg seit Beginn der Berechnung im Jahr 1962. Das muss temporär sein, transitory, kurzfristig. Meine Damen und Herren, nehmen Sie das nicht zu ernst. Und wenn wir jetzt mal den City Inflation Surprise Index anschauen und mit der Eurozone-Inflation vergleichen, dann könnte es sein, dass wir bald bei 8% Inflation sind. Gut, dass wir eine EZB haben, die natürlich nicht daran denkt, die Geldpolitik umzusteuern, auch wenn wir schon die erste Umfallerin hatten, nämlich Frau Schnabel, die plötzlich ein bisschen in Panik geraten zu sein scheint. Mal sehen, was die EZB an diesem Donnerstag uns dann erzählen wird. Wenn Sie wissen wollen, was mit der Inflation wirklich der Fall ist, dann empfehle ich den Artikel von Hannes Zipfel, warum der Mehrwertsteuereffekt auf die Inflationsrate überschätzt wird. Wir hatten ja diese Mehrwertsteuersenkung, dann wieder
Die Anhebung auf das alte Niveau, Hannes Zipfel schreibt hier, durch eine Kettenreaktion entwickelt eine sich beschleunigende Inflation quasi kinetische Energie wie eine Seifenkiste, die bergab an Geschwindigkeit gewinnt. Einmal in Fahrt ist sie schwer wieder aufzuhalten. Hier sehen Sie, warum die Inflation nicht wirklich fallen wird. Wenn Sie einen Artikel von ähnlicher Qualität finden wie diesen hier, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. Das würde mich ein bisschen überraschen. Hervorragender Artikel, wenn Sie wissen wollen, was wirklich hier gespielt wird, was wirklich der Fall ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in die Woche der FED, der EZB, der Baker Finland. Und wie Sie alle heißen, wir sehen uns heute Abend zum Marktgeflüster. Servus und ciao.